Zuletzt bei Life is Strange 2. Das verlassene Haus im Wald ist das Beste, was Sean und Daniel hätte passieren können. Daniels Gesundheitszustand verbessert sich allerdings nicht und Sean beschließt, gemeinsam mit Daniel am nächsten Morgen aufzubrechen. Sie wollen zu ihren Großeltern mütterlicherseits gehen, welche ihnen noch in gewisser Weise einen Gefallen schulden. Sie verbringen noch eine letzte schöne Nacht in diesem Haus und stellen Regeln auf, welche die Kräfte von Daniel vor allem in der Gesellschaft regeln sollen, damit es zu keinen ungewollten Zwischenfällen kommt. Hi meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange 2. Ein neuer Tag ist angebrochen und es ist der Tag des Aufbruchs. Und ich glaube, Mushroom will raus, oder? Hey Daniel, how are you doing? It sucks. I'm coming. Können wir Mushroom rauslassen? So Bro, komm. Damit er auch mal ein bisschen BC machen kann oder so. Und hier einfach mal ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen rauskommt. So, können wir hier irgendwas putzen oder so? Nee. Ich muss noch mal gucken, ob es jetzt irgendwelche neuen Interaktionen gibt. Mushroom clung to Daniel on the first nights. But now she loves Das hatten wir schon. Nee, ich glaube, das Haus hat sich jetzt von der Interaktion her nicht groß geändert. So, what's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Okay, no more swearing. Sure. Like you're always polite. Come on, chill out. What did you pack in? What the f- Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. Awesome. Okay. Thanks, Sean. Well, looks like we're almost set. Where's Mushroom? Still peeing, I guess? I'm gonna check what she's up to. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Alles klar, hoffentlich passiert jetzt keine Kacke. Das ist, wenn solche Charaktere immer allein gelassen werden, dann habe ich immer Angst. Aber ich denke, das kriegen wir hin. So, wir müssen unsere Flaschen auffüllen. Hier, mit Drinking Water. Welches abgekocht wurde. So, Daniels Flasche muss natürlich auch aufgefüllt werden. Wir sind natürlich die ehrenhaften Brüder. Wir nehmen für alle was zu trinken mit. So. Und dann sind wir, denke ich, hier fürs Erste fertig. Und packen hier unsere Flaschen rein. Okay, all done. Hat Daniel seinen Rucksack mit? Hat Daniel seinen Rucksack mitgenommen? Muss ich den auch bepacken? Nee, der ist noch hier. Okay, aber da kann ich jetzt die Trinkflasche nicht reintun. Das heißt, wir transportieren das Trinken. In Ordnung. So, was ist hier draußen los? Daniel! Hey, you out here? Daniel! Zum Glück gibt's Fußspuren. Where is he? Ist das hier Daniels Spur? Wahrscheinlich schon, oder? Aber habe ich das richtig gesehen, dass Daniels Spur... Achso, doch. Die führt schon dahin, wo auch Mushroom hin ist. Aber irgendwie nicht so... Nicht so ganz, oder? Und wir schauen uns hier nochmal um. Also... So, okay. Nein, doch. Die Spuren von Mushroom... sind auch die Spuren, wo Daniel hinführt. Daniel ist nicht in Sichtweite. Ruf nach ihnen, indem du L, B und A drückst. Daniel?
Where are you? So, jetzt führen die Spuren hier hoch. Ich schaue noch kurz, ob hier hinten noch irgendwas ist. No. Nein. I have to find Daniel and Mushroom. Ah ja, bin dabei. Okay, das ist jetzt quasi wieder zum Haus zurück. Blut? What the fuck happened here? Was zur Hölle? Hoffentlich hat sich vielleicht Mushroom einfach nur irgendwo gekratzt oder so. That's not good. Das ist Bandana von Mushroom. Ach du Scheiße. Vielleicht hat irgendein Wildtier angegriffen oder so, vor dem Mushroom geflohen ist? Ein Wildschwein oder so? Oh, die Musik fängt schon wieder super emotional an. Was soll das? Oh ja, ja. Ein Luchse. Der hat Mushroom umgebracht. Do not move. You killed her! She was my friend! Calm down, okay? Listen. Leave me alone! No! Ach du Scheiße. Wir greifen ein. Er darf seine Macht nicht für Rachezwecke einsetzen. Go away! Go! No! No! Mushroom! What? Fuck! Daniel! I'm so sorry. Just... wouldn't have changed anything to kill it. Wir dürfen ihm keine Rache beibringen oder sowas in der Art. Er darf seine Kraft nicht für sowas verwenden. Right here. It's all right. Boah. Muss der Kleine wirklich so viel mitmachen? Kann er nicht einfach ein normales Leben führen? Ach, ja, aber hier im Wald hast du halt alle möglichen Kreaturen. Der Wald gehört nicht dem Mensch. Geht jetzt eher an Wildschwein oder so gedacht. Hier. You should do it. That's it. It's pointless. You can't even bury her. Well, unless you want to say something. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember. Running through the snow with you. And how you snuggled. And I'll never forget you. Never. Thank you, Mushroom, for looking after us in these woods. You won't be forgotten. Sean, do you think she's up in heaven? With Dad? Safe. Yeah. I'm sure he will look after her. Wait. What about his allergies? Don't worry, Inanna. There's no allergies up there. They'll be fine together. Süß, wie er noch an die Allergien denkt. Okay. We should go. It's getting late.
Okay. Schade eigentlich. Schade. Ich hätte noch sehr, sehr gern viel mehr Zeit mit Mushroom verbracht. Aber immerhin hat Daniel nichts Schlimmes getan. Ich glaube, wenn er anfangen würde, seine Macht zu missbrauchen, dann könnte das in eine ganz schlimme Richtung gehen. Da müssen wir aufpassen. Come on. Let's hit the road. What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next runaways to stay here. I put both you in charge of the house, Mushroom. So long, my dudes. Die schaffen das. Da bin ich guter Dinge. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall Medizin finden. Also ich meine, er hat bisher noch nicht gehustet. Aber ich glaube, wenn der jetzt schon wochenlang diesen Husten hat, dann wird der nicht von heute auf morgen verschwunden sein. Ich hoffe, der Husten hat nichts mit seinen Fähigkeiten oder so zu tun. Ich höre irgendwas. Ach so, es ist die Musik. Ich dachte, es wäre irgendwie, ich weiß nicht, ein Auto, was Musik abspielt oder so in der Entfernung. Das ist aber nur die Hintergrundmusik. Well. Und Sean sagt ja, dass sie einen Zweitagesmarsch vor sich haben. Dass seine Psyche natürlich bei sowas jetzt nicht 100% mitmacht, ist klar. Ich finde das Zusammenspiel der beiden so geil. Ein Reh. So, wir sind am zweiten Tag. Das heißt, am Ende dieses Tages sollten sie eventuell ihr Ziel erreichen. Ich glaube, er hat gerade gehustet. Ich dachte im ersten Moment, dass er so gepfiffen hätte. Oh, cool. Er trägt ihn sogar. Wie Sean auf seinen Bruder aufpasst, ist so... Ja, doch vorbildlich, könnte man sagen. Und wir können dann noch so bei einigen Entscheidungen mitwirken. Oh, wir sind in Beaver Creek. Alles klar. So, wir haben jemanden nach dem Weg gefragt. Und ich sehe gerade, wie eine klitzekleine Spinne an meinem Bildschirm hinten hochkrabbelt.
So, wo sind wir? Es wird langsam Weihnachten, ne? Klar. Sie sind jetzt schon einige Zeit unterwegs, aber sein Husten, ja, ist immer noch weg. Oh, sind wir bei den Eltern angekommen, bei den Großeltern? It's been a long time since I was here. When was that? Before you were born. Oh shit. Aber es brennt kein Licht, sehe ich das richtig? Naja, außer die Weihnachtsbeleuchtung, obviously. Come here. Let me check you out. Claire likes everything super clean. Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house. We don't want to look like total pigs. Okay. Na dann. Wer erwartet uns da jetzt? Oh shit, macht niemand auf? On vacation or something. We'll figure out something. I'm sorry, we don't want any of. Hello, Claire. Sean? Oh my. Is that Daniel? What's going on out here? I heard. Look who's here. After all this time. What the hell are you doing here? Steven, watch your mouth. Well, it's kind of a long story. Oh, you poor thing. You know he's sick, right? Yeah, but... Okay, inside. Both of you. Oh shit, ich habe eine ganz böse Vermutung, aber ich weiß es nicht. Ich meine, die scheinen ja jetzt nicht irgendwie mexikanische Abstammung zu sein. Also scheinen sie wahrscheinlich die Großeltern der Mutter zu sein. Und hoffentlich gab es ja nicht auch irgendeinen rassistischen Streit oder so. Das sieht sehr idyllisch aus. Macht ein bisschen Lust auf Weihnachten, wenn ich ehrlich bin. Hey, is it warm enough for you? Oh yeah. Feels nice and toasty. I gave Daniel some cough medicine, but you should have taken better care of him. He could have been worse. You were lucky. Steven, may I talk to you for a second? Sie sagt uns, wir hätten besser auf ihn aufpassen sollen, wenn sie wüsste, was wir durchgemacht haben. I remember that. I think it used to be in the living room. Oh, shit. I'm so hungry, my belly hurts. Maybe we should call Gus. It's good to be inside. Finally. I just hope they let us stay the night. Die redet gerade mit ihm, dass sie irgendwas tun müssen. Sie reden darüber, dass wir von der Polizei gejagt werden. Sie reden darüber, was sie mit uns machen sollen. Did I make a mistake coming here? Also sind sie sich nicht sicher, was sie mit uns machen sollen. Are you all right, honey? You want more tea? Thanks. I'm good. Well, Sean, do you want to talk about... The police called us a few weeks ago. They're looking for you as suspects in a homicide. Now, if you want us to help you, did you
hurt that police officer in Seattle. I don't ich bin know. Ehrlich, ich bin ehrlich. I swear I don't. Too much happened and I'm trying to figure it out, but all I know is that he shot dead. And now he's gone. Oh, sweetie. We are so sorry for what happened to your father, but why did you run away if you're innocent? I didn't want Daniel to see Dad. Like that. I felt like I had to protect him. I understand, but... You know the police would separate us. Maybe forever. Daniel would end up in foster care. You can't be sure, Sean. Anyway, at least you've managed to come here alive. We're glad you two are okay. I hate to think what could have happened to both of you. You need to think of long-term solutions now. I tried. I swear. But I can't do everything. So, what are your plans? Go down to Mexico, to Puerto Lobos. Dad has a family house there. Sean, you can't run away from the law like fugitives. How can you look out for your brother if you're both running from the police? You two are gonna stay with us. Oh, Stephen. Maybe we should... After your mother left, your dad never really wanted us in your life. I can't blame him. But you're still part of our family, and we wanna prove it, okay? Whoa, really? Aren't you scared? The police already called you. Lordy, yes. But we're also scared for you. That's why you'll have to be careful around here. Beaver Creek is small and nosy. We can stay? Serious? Awesome! Ooh, Sean, guess what? There's a huge model train upstairs. Hey, you're supposed to be resting, young man. Yeah, yes he is. But he seems better already. Anyway, you and Daniel will stay here. At least until Daniel's better. We'll see what happens next. So, I bet you're hungry. Let me fix you something. Okay, ich kenne natürlich die Hintergrundgeschichte der Familie nicht, deswegen weiß ich nicht, ob wir denen jetzt hundertprozentig vertrauen können, aber sie machen einen recht charmanten, hilfsbereiten Eindruck, also, aber wie gesagt, da ja irgendwas mit der Mutter passiert ist und die dann ausgeschlossen wurden und die schon von der Polizei kontaktiert wurden, weiß ich nicht, ob die so 100% uns supporten. Way better. It's nice and warm in here. And the food? Yum. Yeah. Feels good. Feeling better? You look cozy. Yeah. I love that bed. Mm. Thanks, Grandma. Good. Your temperature is down. I'm way better now. You still need to take it easy. How about if we say a little prayer and give thanks? It's like a bedtime story, right? Well, this is a bit like this, yes. Except the story comes from up there. The ceiling. So are we ready to pray? Just follow my lead. Sure.
We need all the help we can get. Can you ask the Blessed Dad? And Sean? And Mushroom? And you and Grandpa? And, everybody else? Oh my, you are so sweet. Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, Mushroom. Please, give us the strength to get over the hardships of the past and the trials yet to come. Amen. 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 Okay. It's bedtime. Try to get some rest. You still need it. And no roughhousing in here. No worries. We're too tired. Good night. Oh, and thanks again. Good night, Grandma. Sie macht einen sehr lieben Eindruck. Kann ich nicht leugnen. Es ist, ich glaube, wenn wir auch mit ihm beten und ich sag mal uns so ein bisschen so an ihr, an ihren Lebensstil anpassen, dann haben wir auch, können wir uns hier auch recht safe fühlen. Plus you don't smell anymore. Whatever. Well, Claire seems pretty caring and nice. I guess Steven is too. I hope we'll be fine here. I think so. And the more important thing is you'll have time to get better. Sean? Are we in Mom's old room? Nah, I don't think this is the one. Not from what I remember. But it's been a while. Could we check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Why would you want to do that? I just don't know anything about her. Daniel, I understand. But we need to focus on where we are now and where we're off to. Mom left us. She made her choice. We gotta make ours. And we can't keep going back. You know what I mean? Yeah. I guess. Hey, man. You've been doing so great with your... Well... You know. I was wondering... How do you do it? I don't know. I concentrate and... It just happens. Wait. Does it hurt? Nah. It's kinda itchy, though. And exhausting. Sorry. Anyway... Remember the rules, right? We really don't want Claire or Stephen to start asking questions. I know, I know. Don't show, don't talk. Just keep that in mind and everything should be fine. Sleep tight, little cub. Das war süß von John. Sean. Das hätte ich ja gedisst, dass ich Jean sage, wie ein Franzose. Und nicht so, wie ihr das möchtet, ihr kleinen Rabauken. So, und ein neuer Tag bricht an. Aber ob die Großeltern wirklich so lieb sind, wie sie es vorgeben, das erfahren wir beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Hier nochmal ein persönliches Dankeschön an Cyan Kamara, Lord Hammerster und Impauson für den großartigen Support per Kanalmitgliedschaft. Danke euch drei.